Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Guild Wars 2. Ja, wir befinden uns heute nicht mehr in Holbrak. Wir befinden uns aber auch nicht in unserem ehemaligen Questgebiet. Und zwar habe ich mich heute nochmal in alte Gefilde begeben. Und zwar in die Wandererhügel. Weil in Schaufelschreckklippen haben wir jetzt aktuell eine Quest, die Stufe 44 ist. Und ich glaube, hier im Süden war sogar noch ein bisschen höher. Irgendwas mit 48 oder so. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen, improvisieren. Das heißt, ein paar Level wieder ein bisschen im niedrigeren Gebiet unterwegs sein. Aber das ist kein Problem. Ich bin eben aus Versehen sogar in das 50er Gebiet gelatscht und bin natürlich instant gestorben fast. Also der Mob hat nicht gerade viel gebraucht. Hallo, was bist du für einer? Ein höflicher Kerl. Ja, ich habe ganz gut gesammelt, glaube ich. Wir haben ordentlich Zeigritze zusammen. 250 im Materiallager plus die hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht auch durch meinen anderen Char zusammengekommen sind. Ich habe mir überlegt gehabt, wenn wir den Charakter hier fertig haben, in Anführungszeichen, sprich die Geschichte. Ja, dieses Holbrak-Event, keine Ahnung, wo das genau stattfindet. Das geht mir schon die ganze Zeit auf den Keks. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Holbrak-Projektor, genau. Den müssten man theoretisch machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich da hin muss. Ich guck mal nach. Muss irgendwo hier hinten sein. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ach so, ja, was ich sagen wollte, ich hatte mir überlegt, wenn wir mit dem Char hier fertig sind, könnte man ja den Hauptcharakter wieder anfassen. Und zwar, indem wir einfach dort die Geschichte weiterspielen. Ach du Kacke, das sind Veteranen. Stehenbleiben ist keine Option. Ja, ich bin fantastisch, ich weiß. Das war keine gute Idee hier. Nee, wir verduften mal, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist besser. Also das ist nicht unser Gebiet. Wir verrichten unsere Arbeit doch lieber hier in der Zitadelle. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon halten würdet, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann ich wieder streame und ich hätte schon Lust, dort die Geschichte definitiv weiterzumachen und hätte wirklich Bock drauf, das dann, ich sag mal, als Let's Play weiterzuführen. Das ist natürlich ein bisschen irritierend für die Leute, die den Stream nicht geschaut haben, aber da werde ich wahrscheinlich dann, wenn es so kommen sollte, eine Playlist machen, sodass ihr die Möglichkeit habt, die Geschichte dort nachzuvollziehen. Also das sollte eigentlich kein Problem sein.
weiterer Beweis meiner Größe. Autsch. Ausdauer, Mangel. Aua. Das war knapp. Wollt ihr mich veralbern? Ich war doch gerade außer Reichweite. Voll der Betrug. Ihr habt das gesehen. Das gibt's ja wohl nicht. Haut ab jetzt, ihr blöden Drecksmobs. Ist ja nicht zu fassen. Renne! Das Schwein. Ist ja wohl nicht wahr hier. So. Die Quest hatten wir jetzt fertig, genau. Dann gehen wir jetzt. Müssten wir theoretisch hier in die Richtung. Hätte ich schon wieder angegriffen. Nee, Gott sei Dank nicht. Was für ein ausgezeichneter Kampf. Euch allen ein fröhliches Drachengepolter. Wie hat sich das angefühlt? Qualvoll? Aber da oben ist das Panorama. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Wenn wir heute 43 werden, wäre das schon nice. Easy Snack. Den wollte ich gar nicht angreifen. Mal wieder nach langer Zeit ein Panoramabild. Ganz schön verseucht das Gebiet, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich hätte wirklich echt Bock, mal wieder die Hauptstory mit dem Hauptcharakter weiterzumachen. Also mit dem Let's-Stream-Charakter, wenn man es jetzt so bezeichnen will. Allein schon deswegen, weil ich echt Lust hätte, mal reiten zu können. Also da ist definitiv... Ups, das war knapp. Interesse dran. Das war jetzt sehr knapp. Das hätte uns fast das Genick gebrochen. So, zerstört alle Anzeichen der Verderbnis des Drachen, einschließlich der Anbeter. Okay. Okay, scheint jetzt zu weit vom Gebiet entfernt gewesen zu sein. Hier irgendwo hin? Speziell? So, bis jetzt habe ich hier nicht wirklich irgendwas Verdächtiges gesehen. Sehr gut, die zählen dazu. Alles klar.
sehr praktisch, wenn die Leute schon nach so kurzer Zeit umfallen. Die werden wir dann gleich abgeben, die Rüstung. Ja, ich habe vor der Aufnahme, habe ich wie gesagt noch ein bisschen das Drachengepolder mitgemacht. Ich habe eigentlich aber nicht so viel erledigt. Ich war eigentlich nur unterwegs und habe die Hoch hinaus und die tägliche Bonusbelohnung Pinata Zerschlagung gemacht. Und ja, theoretisch müsste ich jetzt noch, glaube ich, ja, am Hologramm-Ansturm teilnehmen. Das haben wir ja jetzt gerade rausgefunden, wo sich das befindet. Damit ist auch klar, was das hier bedeutet. Tägliche Belohnung Gold, Bronze, Silber, das sind alles Hologramme, also ziemlich schnell alles erledigt im Endeffekt. Nehmt Zeikritze zu euch, die offizielle Süßigkeit des Drachengepolters. Ja, das sind insgesamt 25 Stück, das dürften dann die hier sein. Das könnte man jetzt machen. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt dazu zählt als tägliches. Ja. Zwingt holographische Drachendiener, 30 Stück. Ja, das ist das, was auf dem Event stattfand. Und theoretisch, wenn wir 25 von diesen... Ach nee, wenn wir noch das Reittier-Event mitmachen würden. Das könnten wir eigentlich heute zum Abschluss auch nochmal machen, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich so langsam einen Plan, was ich hier machen muss. In diesem Event und... Jetzt haben wir auch diese Hologramm-Geschichte gelernt. Die befindet sich also im Endeffekt fast ganz Tilara verwaltet. Weil ich habe die Garde überhaupt nicht wahrgenommen. Komm mal raus, kleiner Elementar. Und ich die Rüstung jetzt noch abgeben? Natürlich nicht. Da war ich zu langsam. Aber kein Problem. Ist ganz schön was los heute, muss ich sagen. Was ein bisschen schade ist, dass dieses Gebiet, also für diese Quest, sich so ein bisschen eingegrenzt wird, in Anführungszeichen, dass man sieht, bis wohin diese Gegner sein kommen, also vorkommen können. Das finde ich vielleicht etwas schade, aber wahrscheinlich ist das nicht notwendig. Weil man merkt es ja, wenn die Quest inaktiv ist, bist du zu weit gelaufen. Ansonsten alles töten, was in diesem Bereich wahrscheinlich ist.
Ja, auch die Wölfe zählen zu dem Quest-Thema, alles klar. Ich hasse es übrigens, wenn sie unter die Erde gehen. Das ist einfach nur nervig. So, jetzt sind wir nämlich zu weit weg von der Quest. Jetzt müssen wir wieder näher ran. Das Klärchen. Müssen wir den bringen? Irgendwelche Vorräte? Und wieder eine Quest für dich. Volltreffer! Und singelt sie! Eigentlich war ich mit der Quest schon fertig, Kollege. Aber ich bin mal so fair. Jetzt in der Wolfsgestalt? Das ist ja cool. Als Krieger kann man sich in der Wolfsgestalt bringen. Das ist ja stark. So, dann werden wir uns mal eben nach Hulbrak noch teleportieren. Und werden dort noch ein bisschen das Event mitnehmen. So, ich überlege gerade, das Rennen war hier oben. Ich würde gerne nochmal hier zur Arena gehen. Die hat mir nämlich ehrlich gesagt persönlich am besten gefallen von den Events. Weil da sind sowieso haufenweise Leute unterwegs. Von daher, easy snack. Dass ich gewonnen habe. Gebt euch bloß keine Mühe. So, mein Lieber. Ich hätte gern. Ich bin dabei. Drückt ja keinen falschen oder so ähnlich, ne?
Schwede, der haut richtig Kellen raus, mein lieber Mann. Arena Gladiator. Eventbelohnung, Drachenkiste und noch eine Belohnung. Weltweite Drachengepolter-Teilnehmerin. Ich weiß, eine gute ich weiß zwar nicht, dass ich da im Drachengepolter teilgenommen habe, aber der wird es schon wissen, ne? So, haben wir jetzt hier wieder was geschafft? Ja. Die Arena-Gladiatoren. Wenn wir jetzt noch die 30 Diener erledigen, haben wir sogar heute die komplette Daily erledigt. Nächste Woche wird das Event aber, glaube ich, nicht mehr laufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mal wieder nicht nachgeguckt, aber ich glaube, nächste Woche ist das dann zu Ende. Würde ich jetzt mal vermuten. Eine Daily, wo man nur diese Bosse machen muss. Ja. Ich hätte mich fast mein Leben gekostet. Also wenn ich richtig liege, dann dürfte das hier jetzt der zweite Boss sein. Und das dürfte an unserer... Aua. Autsch. Der ist böse, der Drache. Bingo! Okay, verdiene Punkte. 2 von 3. Also hier kannst du ja richtig was zusammensammeln. Alter! Eine Truhe nach der anderen. Alter, die Waldfee. Ja, krass. Kann ja nebenbei mal schauen, ob ich rausfinde, wie lange das Event noch geht. Aber da ist die Kraft. Wird schwierig. Sagen wir mal so. Ah ja, bis zum 28. Juni geht das Ganze. Das ist also... genau in einer Woche. Perfekt. Nächste Woche Dienstag also. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir das Video kommt ja heute Abend noch raus. Dass ihr dann noch die Möglichkeit habt, mir vielleicht Tipps zu geben, was ich mit diesen... Ich drück immer B, ne? Was ich mit diesen unzähligen Süßigkeiten anstellen könnte. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht 80 und deswegen glaube ich, dass ich hier wieder mal nicht so viel machen kann. Klar, Süßigkeiten und Nahrung kaufen ist immer das Standardkram. Aber vielleicht gibt es in diesem Event ja irgendwas Besonderes. Ihr als Veteran und Kenner des Spiels habt da bestimmt mehr Ahnung als ich.
wo ihr sagt, Mensch, das kannst du dir holen, das lohnt sich. Weil es gibt ja auch unzählige Händler hier. Den Eindruck. Der scheint nicht viel drauf zu haben, der Typ. Aber vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Oh ja, das habe ich mir verdient. Bronze. Teilnahme am Drachengefolter. Tatsächlich. Teilnahme am Drachengepolter ist jetzt abgeschlossen. Damit können wir hier also wieder raus. Damit haben wir das wirklich geschafft, heute die komplette Daily zu machen. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ich habe im Endeffekt einfach nur diese Feuerwerke gezündet, die Pinatas umgehauen und jetzt bei dem Drachengepolter mitgemacht. Ist also eigentlich keine schwierige Daily. Ihr lügt. So, dann bewegen wir uns mal irgendwo hin, wo wir nicht voll geseiert werden. Lunas Pass hört sich eigentlich ganz gut an. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass hier nicht so viele NPCs rumstehen. So, dann gucken wir noch mal gemeinsam in die Taschen. Jawohl, das sind eine Menge Truhen. Nee, zerstören wollte ich sie nicht. Statistisch gesehen ist das sehr selten. So, das ist schon mal nichts. Das ist schlechter. Das auch. Gut, die anderen Kisten mache ich dann mal offline auf. Ich glaube, das würde sonst jetzt echt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Wir haben einige zusammenbekommen. Kann man nicht sagen. Ich glaube, die hier kann ich wegschmeißen. Ich glaube, das Event ist schon alt. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr möchtet, nächste Woche wieder. Zu einer neuen Folge und dort in der Folge werden wir dann auch wieder ein bisschen questen. Das Event wird dann vorbei sein und wir werden weiter leveln. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ein sonniges Wochenende, was bevorsteht und bis zum nächsten Mal.